Herzlich willkommen zu unserer Schmökerkiste. Und wir haben, wie Sie sehen, schon jede Menge Schmöker hingelegt. Aber ich hatte mir überlegt, ich wollte ein kleines Rätsel machen. Und da habe ich aber glücklicherweise nochmal nachgeguckt und festgestellt, ein weites Feld wird sehr oft im Deutschen benutzt. Das gehört auch zu den geflügelten Worten im Deutschen. Und ein weites Feld wird immer ausgegeben als ein Schriftstück von diesem Herrn da. Von Theodor Fontane. Jawohl. Und zum Glück habe ich heute Mittag noch festgestellt, das stimmt gar nicht, das steht in allen Büchern falsch. Sondern ein weites Feld hat gesagt, Adalbert Stifter. Das gibt's nicht. Ja, Adalbert Stifter, ja. Aber nicht Theodor Fontane. Guck mal nach, in irgendeinem Wörterbuch wirst du feststellen, da steht immer drin ein Zitat von Theodor Fontane. Das stimmt ja nicht. Deswegen habe ich das auch so gelesen, bei mir in meinen Wörterbüchern. Dann nimmst du mal nach einem Bleistift oder irgendwas. Wird gestrichen. Streichst du durch. Jawohl. Der Mann heißt Adalbert Stifter. Der ist mir natürlich auch ein Begriff. Bei manchen Leuten, aber ich glaube, Fontane ist wohl etwas wichtiger. Aber ich habe gesucht, ob da nicht noch irgendwas ist und habe festgestellt, ja, er hat etwas geschrieben, das auch bekannt ist. Du wirst es nie zu Tüchtgen bringen bei deines Grames Träumereien. Die Tränen lassen nichts gelingen. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Siehst du, das kannst du wenigstens. Wohl Keime wecken mag der Regen, der in die Scholle niederbricht. Doch golden Korn und Erntesegen reift nur heran bei Sonnenlicht. Wunderbar. Und da sind wir jetzt heute gelandet. Sie werden ja sicher schon mal irgendwo in Zeitungen oder was weiß ich, in den Medien, wie es so schön heißt, festgestellt haben, in diesem Jahr befassen sich sehr viele mit Fontane, denn sie haben viel Zeit dafür und es gibt auch neue Bücher darüber und die alten kann man auch noch kaufen. Und noch schöner wäre, wenn Sie die lesen, denn die können wir, glaube ich, beide nur empfehlen. Ja. Da lässt sich nichts weiter machen. Sie können aber auch die Freunde von Herrn Mitschke, die lesen dann lieber Adalbert Stifter. Da werden sie Schwierigkeiten haben, überhaupt noch ein Buch aufzutreiben. Fontane ist nicht so schlimm. Also Fontane haben Sie alle, meine Freunde. Ja, das glaube ich. Eine reiche Fontane-Bibliothek. Das ist richtig. Und ich habe in Vorbereitung auf unsere Treffen heute auch zum Teil davon partizipiert. Ja. Weil ich nicht alles habe. Doch, und ich habe immer noch partizipiert von der Bibliothek meiner Schwester. Aha. Da steht noch Christa Schmidt. Halberstadt. Ja. Und die ist schon im siebten Himmel. Aber auf jeden Fall 50 Jahre gar nicht mehr unter den Lebenden. So, also wir wollen Ihnen etwas über Fontane erzählen. Dann wollen wir aber wenigstens sagen, wann er ungefähr gelebt hat. Ja, also er ist im Dezember 1819 geboren und wir begehen dieses Jahr also seinen 200. Geburtstag. Ja, die Zeit vergeht. Ja. Und wenn du willst, jetzt plaudere ich jetzt mal los und sein Leben. Ja. Ja, also wie gesagt, im Dezember 1819 geboren und zwar in Neuruppin, im Brandenburgischen. Ja. Mhm. Sein Vater, der war Apotheker. Es gibt die Apotheke noch, die Löwenapotheke. Ja. Und ich als Fontane-Fan habe natürlich auch schon mal ehrfurchtsvoll davor gestanden. Und habe an ihn gedacht. Und dass diese Familie Fontane, da hört man schon heraus, die kommen aus dem Französischen. Das waren ehemals Hugenotten, die die preußischen Könige damals aus dem Religionskampf, der in Frankreich herrschte, herausgeworben haben und in Brandenburg angesiedelt haben. Da stammen die Fontanes auch her. Ja. Also Migranten praktisch, ja? Ja, das kann man sagen. Und aber auch schon in der Familie, Fontane, der Theodor, ist schon mit Literatur in der Familie aufgewachsen. Sein Vater, habe ich gelesen, war ein begeisterter Leser von Walter Scott.
Ja. Das ist also auch ein. Und Fontane hat also auch schon von Kindesbeinen sich für die Geschichte interessiert. Er wollte eigentlich mal Professor für Geschichte werden. Ja. Aber er musste erst mal den Beruf des Vaters erlernen. Das war ja selbstverständlich, denn solche Apotheke musste man ja kaufen. Genau, genau. Die konntest du nicht irgendwie kriegen, da musst du schon einiges Geld aufbringen, um dieses Gebäude überhaupt zu kaufen. Und dann kostete natürlich auch das, was verkauft wurde darin. Aber er ist dann, hat also 13 Jahre bei seinem Vater und darüber hinaus als Apothekengehilfe gelernt. Er war in Leipzig, er war in Dresden und hat da als Apotheker gearbeitet. Ja. Und dann aber die Hauptstadt vergisst du wieder vollkommen. Natürlich, Berlin war er Nein, auch. Nein, ja da doch, war er auch. Und, na, für uns hier in Magdeburg. Da war er auch, das wusste ich nicht. In Magdeburg war er nicht, so weit hat er es nicht gemacht. Ja. Aber in Burg war er. Ach ja? Ja, ich glaube ja. Guck an, das wusste ich auch nicht so genau. Doch, doch. Steht das in meiner Literaturgeschichte nicht drin. Ja. Aber wie gesagt, er war ein ausgebildeter Apotheker. Ja. Aber das hat ihn nicht befriedigt, weil er eben schon mit der Literatur so früh auch in Verbindung gekommen ist. Da wollte er Journalist werden. Und das wurde er auch. Ja. Und zwar zum Beispiel als freier Journalist. Und zwar beispielsweise in Berlin war er tätig in der Kreuzzeitung. Die gibt es heute nicht mehr, aber damals war es wohl eine bekannte Zeitung. Das war eine sehr bekannte Zeitung. In ihr steht auch mein Urgroßvater. Oh. Ja. Ja, so, ich muss aber, müssen wir das sagen, also mit Journalist war zu Anfang nicht so viel zu machen, denn er war ein junger Mann ohne viel Kenntnisse. Aber, das müsste man vielleicht hier auch nochmal sagen, etwas ist sehr wichtig und wird meistens übersehen. Er hat ja in seinem Elternhaus nicht nur Französisch gehabt, sondern das waren Leute, was damals dazugehört hat, so ist Walter Scott vorhin als schon erwähnt, der war aus England, der Schriftsteller. Und man da, ich sehe immer in den Büchern, da wird übersehen, der gute Fontane konnte auch sehr gut Englisch. Mhm. Denn sonst hätte er mit seinem Beruf, also vielleicht mit Apotheke, ein bisschen verdienen können, aber mit Englisch war ein bisschen mehr. Und er ist dann auch als Journalist dreimal in England gewesen und hat dort als nicht nur eine Stunde oder Tage, nein, er hat längere Zeit in England zugebracht als Journalist und von dort berichtet. Und 4 Jahre lang durfte er sogar seine Familie mitnehmen. Jawohl. Die konnten also alle auch Englisch. Ja, und er hat dabei, ich habe mir hier mal ausgeschrieben, er hat beispielsweise berichtet über die Eröffnung der U-Bahn in London. Ja, natürlich, muss ja in der Zeitung stehen. Oder über die britischen Kolonialkriege oder über den amerikanischen Bürgerkrieg. Ja, natürlich, das war das, was damals modern war. Das hat er. Und damit hat er sich sehr beschäftigt. Und da muss man auch wirklich sagen, daher hat er auch zuerst mal seinen Ruhm gehabt. Genau. Denn auch viele deiner ersten Balladen, die in einem literarischen Zirkel zum ersten Mal gelesen wurde, der hieß Der Tunnel unter der Spree, die waren aus englischen Historien. Historien, ja, meinetwegen. Aber die waren alle englische Stoffe. Ja, ja. Und die hat er dann eben unter seinen eigentlichen Berichten, was los war in der U-Bahn oder so etwas, die hat er damit reingemogelt irgendwie. Ja, aber er hat damals schon Lyrik gemacht. Ja, ja. Und er hat auch zuerst nur Gedichte veröffentlicht. Ja. Denn das Eigentliche, was er machen musste, war von morgens bis abends Zeitungsberichte. Genau. Und die Zeitungen damals konnten sich kaum, vielleicht in England kaum 3 oder 4 Korrespondenten halten, sondern einer. Mhm. Und er fing auch erst an, muss man sagen, dass er die zwar las, aber er war nicht in England gewesen, sondern er konnte die Sprache, er konnte sie geschickt übersetzen und hatte deshalb die Aufgabe, auch vom Staat her bezahlt, dauernd Berichte zu geben, was denn da im Ausland in England
und deren Kolonien, was da überhaupt stattfand. Genau. Und das war wichtig. Und da muss man sagen, hat er also auch sein ganzes Geld erstmal verdient, denn er muss ja auch für die Familie ein bisschen was tun. Interessant finde ich aber auch, er ist auch als Frontberichterstatter im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 ja, gewesen. Ja, weil er auch Französisch konnte. Genau, und 1870 ist er in französische Gefangenschaft gekommen und man hat ihn auf die Insel Oléron gebracht. Das war eine Gefangeninsel und er ist dann später nach dem Ende des Krieges durch Bismarck, das wird extra betont, Bismarck ausgelöst worden. Naja, weil er eben an einer Zeitung war, auch an der Kreuzzeitung, auch noch an einer anderen, der sogenannten Vossischen Zeitung. Genau. Die waren führend in Deutschland, kann man noch nicht mal sagen, in Preußen und den angeschlossenen Staaten. Und da hat er viel getan. Und dann muss man immer noch dazu sagen, und da kommen wir jetzt mal auf seine literarische Leistung, er selbst behauptete, er könnte das gar nicht alles, weil er kein Mensch wäre, der eigentlich Roman und so etwas schreiben wollte, sondern er hat ein paar Mal geschrieben, auch in seinen Büchern, er kann es eigentlich nur machen, wenn er Handlungen hat. Und seine Handlung, muss man nun offen und ehrlich sagen, und es ist sehr viel Missverständnisse dabei, sind dabei entstanden, das war Preußen. Genau. Die preußische Geschichte war für ihn sozusagen ein Gerüst, in dem er so viele Geschichten fand, die vorher dem keiner benutzte, hatte keiner benutzt. Und nun sage ich Ihnen auch gleich, und danach hat das auch keiner geschafft, weil er auch, muss man sagen, ein Schriftsteller war, der sehr viel gearbeitet hat, der also jede Urkunde, die noch irgendwo aufgetrieben werden konnte und jedes alte Schloss durchwandert hat, um zu sehen, was da los ist. Und hatte das aber auch mitgebracht aus Schottland und England. Und da hat er selbst geschrieben, als er an einem Schloss da war, an einem See, hat er mit einmal gedacht, Mensch, das haben wir zu Hause alles auch. Und hier in England machen die da so ein großes Gewese. Aber wir in Deutschland wissen das gar nicht. Und die in Preußen leben, die wissen noch weniger. Und dann hat er angefangen, sich zu überlegen, er könnte ja mal so etwas machen wie jetzt Wanderungen durch sein Heimatland und dabei, das hat man vielleicht oftmals missverstanden, auch schon zu seinen Lebzeiten, muss man dazu sagen. Er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt hier rum und frage die Leute und was die dann wissen, das schreibe ich auf und dann wird das so fertig werden. Das hat er überhaupt nicht gemacht, sondern er hat Teile in diesem 5 Bänden Wanderung durch die Mark Brandenburg, die hat er als beinahe Wissenschaftler gemacht. Da hat er auch so lange gesucht, bis er da wirklich die Wahrheit rauskam. Das über mehrere Jahre hat er das vollzogen. Und wie? Da sind Aufsätze dabei, 4 Jahre dafür. Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich habe ja immer das Glück gehabt, an der Weltbühne in der DDR zu schreiben und habe immer über einzelne Orte, die abgelegen waren und was da früher mal war. Und plötzlich war, das hatten sie mir vorher gar nicht gesagt, hatte die Redaktion einen Leserbrief reingesetzt und hatte geschrieben, Hans Schmidt, wenn der das erzählt, denke ich manchmal, da ist Tane wieder auferstanden. Ach, ja. Und der geht also da durch die Dörfer und beschreibt uns, was da war, was das ganz erstaunlich ist, dass das keiner weiß. Und ich habe dann aber der Redaktion geschrieben, das ist ein sehr großes Lob, aber es stimmt nicht. Ich habe nämlich immer so gearbeitet, ich habe die Leute gefragt, nachdem ich schon vorher geguckt hatte in Fachbüchern, was da war. Und wenn die mir, und das war die Regel, das Falsche erzählt haben, was sie so von ihren Opa noch wussten und so, was gar nicht stimmte,
habe ich auch nicht zu denen gedacht, das ist falsch, sondern ich habe es im Buch dann richtig geschrieben. Und ich habe geschrieben, immer wenn ich da durch so ein Dorf gehe, dann sehe ich da vor mir Fontane gehen. Aber wenn ich näher rankomme, dann ist der schon wieder um eine Ecke verschwunden und ich kriege den nicht ein. Er war ja immer ein Suchender, nicht? Also ja, er ging immer davon aus, etwas zu finden, nicht sich vorher vorzubereiten, sondern er hat immer gesucht. Er hat manches gefunden und manches hat er bearbeitet, sodass man nur staunen kann, wie man das eigentlich macht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel, habe ich rausgesucht, sein schönster Roman, aber da kann natürlich jeder sagen, wie er will. Sein ältester ist sogar, für mich, nicht? Ja, ist der Schächlin, der letzte. Ja, sein ältester. Und ich lese mal ein Stück. Und da merken Sie, der erzählt alles, wie es wirklich ist, geografisch, historisch und so. Aber zwischendurch sind auch Sachen eingebaut, die Sagen sind oder Anekdoten. Er hat auch behauptet, diese ganzen, wovon du uns noch Beispiele geben willst, diese ganzen Geschichten, die er da hat, sind eigentlich nur Anekdoten. Aber er hat sie so in einen Rahmen gebracht, dass sie plötzlich ganz anders wirken. Die Einleitung zu seinem Roman, Der Schächlin, heißt, im Norden der Grafschaft Ruppin, und da ist er ja her, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seekette durch eine menschenarme, nur hier und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt der Schächlin. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefasst, deren Zweige von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hier und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt, nur selten, dass ein Habicht darüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirkt. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es eben an dieser Stelle lebendig. Das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei es auf Island, sei es auf Java, zu rollen und zu grollen beginnt, oder gar der Aschenregen der hawaiischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird, dann regt sich's auch hier und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Schächlin umwohnen. Und wenn Sie davon sprechen, so setzen Sie wohl auch hinzu, das mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinahe Alltägliche. Wenn es aber draußen was Großes gibt, wie vor 100 Jahren in Lissabon das Erdbeben, dann brodelt es hier nicht bloß und sprudelt und strudelt, dann steigt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und kräht laut in die Lande hinein. Das ist der Schächlin. Der Seestechlin. Und Sie merken plötzlich, für ihn ist dieser Schächlin, mit dem er die Leute begrüßt, die den gar nicht kennen, es wundert kaum Leute. Der ganze Schächlin ist für ihn der Mittelpunkt der Welt. Ja. Und wenn etwas ferne entschieden wird oder ein Naturwunder oder sagen wir lieber Naturkatastrophe stattfindet, dann hat das alles mit diesem stillen See zu tun. Und wenn er jetzt Geschichten erzählt, merkt man plötzlich, da um den Schächlin, da ist beinahe das Bild der gesamten Welt. Und alle Schicksale, die es da gibt, unglückliche und glückliche Heiraten und irgendwelche Berufslaufbahnen, die ganz in die falsche Richtung laufen, das steckt da alles drin, das ist alles mit drin. Und der Älteste ist eben dieser Baron oder Freiherr, ich weiß es jetzt Dubslav, nicht genau. Dubslav. Ja. Also da muss ich auch noch mal sagen, ich habe das ja auch gelesen. Natürlich. Und mich hat das fasziniert, denn
dieser alte Graf, ja, der hat so viel Lebensweisheit. Ja. Und das Buch ist ja ohne große Handlung. Also das sind ja vor allen Dingen Gespräche, das die war's. Er mit seinem Umfeld, im Dorf, mit den Leuten und mit dem Adel und seinen Besuchern und mit dem Pastor. Mit überall sind Gespräche Schwester. Mit seiner alten Schwester. Ja, die, die Nonne ist, ja, ja, also die Oberin sogar. Nicht? Ja. Und, aber mit allen spricht er und plaudert er. Und diese Gespräche sind so faszinierend. Ja. Da merkt man gar nicht, dass die Handlung eigentlich gar nicht das so da ist. Ja? Ist auch herzlich wenig. Ja. Das ist eine Lebensgeschichte zwischen einer seiner Töchter, ja, und einem Offizier, der sogar dafür seinen Dienst aufgibt. Oder es ist ein Besuch der Oberin von dem Nonnenkloster, was da vor sich hin schläft. Ja. Es ist sehr amüsant. Also, aber eine reine Gesellschaftskritik des damaligen Preußentums. Ja, aber das haben die Leute nicht so gelesen. Nee, nee. Die haben mehr die Idylle gesehen. Und sie mussten schon andere Bücher von ihm lesen. Er hatte mindestens 12 Romane geschrieben über solche Erlebnisse. Und da war das ganz völlig Neue. Da spielte alles plötzlich in Berlin und, ja, Umgebung. Oder in sogar in Thale und Umgebung, Altenbrak, ja, obwohl er sich beschwert hat in einem Brief, dass die Berliner jetzt neuerdings immer mit dem Zug bis Thale fahren können. Und er steht fest, seitdem sie das können, ist das ganze Bodetal voll Butterbrot, Papier und Kram, das sie da lassen. Also das sind Sachen, die unmittelbar vielleicht ihm als Zeitungsmann genau sehr entgegenkamen. Er kannte das damals genau. Und er beschrieb auch die Personen, sodass man später sogar angefangen hat, zu sagen, wen hat er da eigentlich gemeint? Ja? Das große Hotel gegenüber vom Bahnhof in Thale ist ja so nicht mehr in der Form da, hatte der Bürgermeister, glaube ich, er hieß 10 Pfund. Und das Ding hieß auch Hotel 10 Pfund. Das hat er praktisch mit Worten abgemalt. Da waren also Engländer, die da den Harz erlebten, weil das was ganz Besonderes damals war. Und weil man da mit dem Zug praktisch bis zwischen die Berge fahren konnte. Und alle diese Dinge, die sind den Zeitgenossen noch nicht mal so aufgefallen, sondern die haben sich manchmal gestört daran, zur bestimmten Zeit muss man sagen, dass da dauernd alle Adligen des alten Preußen mit auftauchten, genau, wo die neueren Leute und auch die neueren Schriftsteller, muss man sagen, zum Beispiel Gerhard Hauptmann, überhaupt nichts zu sagen hatten. Mhm. Die wurden noch nicht mal an einer staatlichen Bühne gespielt, sondern da wurde ein extra Verein gegründet, um mal die Werke aufzuführen. Denn der Kaiser Wilhelm II. Hatte ja gesagt, das ist für mich nicht. Ich kann allerdings auch nicht sagen, dass er Fontane irgendwie, naja, also gelobt hat. Also diese preußische Geschichte ist aber wichtig gewesen für ihn. Genau. Denn er hat damit eine Zeit schildern können, die wir heute eigentlich durch ihn kennen. Ja. Das ist ja Gedichte von ihm und Balladen. Und da bist du der Fachmann. Bringen, ja? Da bist du also der Fachmann. Du sagst es, also die preußische Geschichte hat ihn immer wieder interessiert. Er hat auch seine Helden, muss man schon sagen, ja, in der preußischen Geschichte gefunden. Und ich habe also gesucht, beispielsweise hat er das Schlachtfeld von Fehrbellin bedichtet, mhm, oder den alten Derfling. Oder den York, alles Generäle, preußische Generäle, die eine Rolle spielten. Oder den alten Dessauer und den alten Zieten. Und ich will euch mal, ja, vorlesen, was er über den alten Zieten geschrieben hat. Das ist auch wunderschön. Da muss man auch noch, gerade weil er jetzt das so gut vorträgt, da muss man auch dazu sagen, das war auch schulig. Genau, und da komme ich drauf. Da komme ich drauf. Schon in der 4., 5. Klasse mussten wir dieses Gedicht auswendig lernen und wir haben es sogar gesungen. Ich werde mal die erste Strophe mal singen, falls mir das heute noch glückt. Ja, summen alle mit. Der alte Zieten, Joachim Hans von Zieten, Husarengeneral,
Dem Feind die Stirne bieten tat er wohl hundertmal. Sie haben's all erfahren, wie er die Pelze wusch mit seinen Leibhusaren, der Zieten aus dem Busch. Und dann geht es also im Text weiter. Hei, wie den Feind erbläuten, Bläute bei Hennersdorf und Prag, bei Liegnitz und bei Leuthen und weiter Schlag auf Schlag. Bei Torgau, Tag der Ehre, ritt selbst der Fritz nach Haus. Doch Zieten sprach, ich kehre erst noch mein Schlachtfeld aus. Sie kamen nie alleine, der Zieten und der Fritz. Der Donner war der eine, der andere war der Blitz. Es wies sich keiner träge, drum schlug's auch immer ein. Oh, ob warm, ob kalte Schläge, sie pflegten gut zu sein. Der Friede ward geschlossen, doch Kriegeslust und Qual, die alten Schlachtgenossen durchlebten's noch einmal. Bei wie Marschall Daum gezaudert und Fritz und Zieten nie, es ward jetzt durchgeplaudert bei Tisch in Sanssouci. Einst mochte es ihm nicht schmecken, und sie, der Zieten schlief. Ein Höfling wollt ihn wecken, der König aber rief, lasst schlafen mir den Alten, er hat in mancher Nacht für uns sich wach gehalten, der hat genug gewacht. Und die letzte Strophe. Und als die Zeit erfüllet des alten Helden war, lag einst schlicht eingehüllet Hans Zieten, der Husar. Wie selber er genommen, die Feinde stets im Husch, so war der Tod gekommen, wie Zieten aus dem Busch. Besten Dank, Rüdenburg war ganz schlau. Und nebenbei, das Buch, aus dem er es gelesen hat, war aus der DDR. Ja, ein wunderschönes Gedicht. Und hier ist ein anderes, Bilder und Balladen von Theodor Fontane. Und das ist auch aus der DDR, das ist in der Reihe Reklam. Und die haben auch geschrieben, das, was damals die Leute gar nicht begriffen haben. Er hat geschrieben, vor den ganzen preußischen Geschichtchen, verzeiht den Anekdotenkram. Und dass niemals ich einen Anlauf nahm, auch niemals mit den Göttern grollte, nicht mal den Staat verbessern wollte, nicht mal mit sexuellen Problemen Gelegenheiten nahm, mich zu benehmen. Der fasst es so, der anders an. Man muss nur wollen, was man kann. Mir würde der Weitsprung nicht gelingen. So blieb ich denn bei den näheren Dingen. Drei Schritt bloß, ich weiß, es ist nicht viel, aber Freude gibt jedes erreichte Ziel. 1892, das ist alles schon geschrieben haben. Ich habe mal nachgeguckt. Er war sehr oft eingeladen bei einem preußischen Prinz. Und zwar ist das Friedrich Karl von Preußen. Und der Friedrich Karl hat ständig in seinem Yachtschloss Drei Linden bei Berlin, hat er immer Abendgesellschaften gehabt, wo jeder so ein bisschen was erzählen sollte, um den zu unterhalten. Und da steht drauf, wer da alles da war. Und da habe ich gelesen, die Generale von Knappe, von Leczinski, von Spitz, der dichterisch hochbegabte Verfasser, von Udo mit dem Tüchlein, kenne ich überhaupt nicht. Prinz Friedrich Wilhelm zu Hohenlohe, Ingelfingen, Freier von Meerscheid Hüllensen, die Gefährten aus der Jünglingszeit von Arnhem, von Meiering, von Weyern, Freier von Loe, von ehemaligen Angehörigen seiner Feldzugstäbe, von Ungarn, Graf Heseler, Freiheit von der Goltz, Freiherr von der Goltz, von König, Baron von Ardenne, Graf Redern, die persönlichen Adjutanten von Bernhard von Krosig, von Norman, Graf Kanitz, Graf Alexander von Watzleben. Ich lese jetzt nicht vor, ich habe die Hälfte ungefähr seiner Tischrunde dadurch. Und jetzt kommt es noch zum Schluss, die auch noch eingeladen wurden. Und das war Gustav Nachtigall, glaube ich aus Stendal, der Afrika-Reisende.
Ruckspascha, Anton von Werner. Und dann steht plötzlich als drittvorletzter Theodor Fontane. Es ist kein Wunder, dass er diese Geschichten alle dort hörte. Er war ja in diesem Kreis angenehm, aber er war nicht der Wortführer. Friedrich von Bodenstedt war ein Theatermann und Schauspieler. Und dann der Hofschauspieler August Niemann. Das waren alle, die bei den Prinzen eingeladen waren. Und da merkt man schon, das ist nur eine ganz bestimmte Schicht. Wobei man sagen kann, August Niemann, der kann sich freuen. Weißt du, woher der ist? Nee. Ja, der ist doch hier, der hat sogar an dem Haus eine schöne schwarze Tafel. August Niemann? Ja, August Niemann war einer der berühmtesten Sänger der Zeit von Richard Wagner und war der Liebling beinahe von Richard Wagner. Und woher kam er her? Weißt du nicht? Nein, leider nicht. Also auf der Strecke bin ich nicht so belesen. Der kam aus Erxleben. Auch das noch. Ja, was heißt auch das noch? Ja, hier. Gegenüber von dem Schloss, wenn es nächstes Mal vorbeikommt, guckst du hin, schwarze Tafel, für Herrn Niemann. Hier um die Ecke. So ist das, ja, das muss er gewesen sein. So, und da sieht man, aha, wenn er sie so genau kannte, dann wird er sich damit auch sehr beschäftigt haben. Und deswegen hat er auch, damals war die große Zeit der Brüder Grimm und ihrer Schüler, ihrer Studenten, muss man besser sagen. Und da hat er auch viel draus genommen, denn er hat sehr viel benutzt, was da kam, und hat das in dichterische Form gebracht. Das hört sich plötzlich ganz, ganz anders an, als er es geschrieben hat. Das 15. Kapitel in dem Aufsatz Quizöbel, die Johannesnacht in der Kirche zu Seedorf. Rühstedt ist die Ruhestätte der Familie von Quitzow, muss man sagen. War es wenigstens. Aber ihre nächtliche Heerschau haben die Quitzowschen Toten in der Kirche zu Seedorf. Da ruht Kuno Hartwig III. Aus der Eldenburger Linie, Sohn oder Enkel Philipps, gestorben als ein Komtur des Johanniterordens. Und in der Johannisnacht steigt er in dem schwarzen Johannitermantel mit dem achtgespitzten Kreuz aus seinem Grabe. Dann kommen alle Quitzows zusammen, so viele blanke Kerle, wie sich das Volk erzählt, und haben ihren Tag und ihre Familienandacht. Und Kuno Hartwig als Patron und Ordensherr wartet seines Amtes und empfängt alle die, die herzukommen, in der von einem hellen Schein erfüllten Kirche. Der mit der Stumpfhand, ist abgeschlagen worden, ist auch dabei, aber muss sich von den Übrigen getrennt halten und seitab und unterhalb des Turmes bei der Totenbahre stehen als einer, der der Kirchenbuße verfallen. Um 1 Uhr, dann erlischt der helle Schein wieder und mit ihm sind alle verschwunden. Wow. Ja, das ist so das geschrieben. Das ist eine Berichterstattung, so in dieser Form. Ja, aber das ist auch gleichzeitig dieses Kunststück. Man, wenn man das zu Anfang liest, denkt man, aha, das wird jetzt was mit werden. Und erfährt plötzlich, das ist aber nur eine Sage. Dass die Leute erzählen sich, die treffen sich da in dieser Kirche. Und das ist bei ihm ein Kapitel. Da ist gar nichts erfunden worden, sondern da ist nur geschickt zusammengestellt, das, was die Leute sowieso erzählen. Das, was die Sagenforscher herausgefunden haben. Und dann sind alle verschwunden. Genau. Aber er hat sie vorher schon mal alle aufgezählt, denn da sind wüste Burschen. Und um das herauszufinden in dieser Zeit, ist sehr viel notwendig gewesen. Ich wollte aber, bevor ich hier mal einen Reisebericht vorstelle, noch mal ein kleines Gedicht reinwerfen. Ja. Und das wohl bekannteste von Fontane, was immer wieder zitiert wird. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Und das ist auch eigentlich nur eine ganz bescheidene Sage, Überlieferung. Aber er hat das draus gemacht. Ich glaube, genau. Die Kinder müssen heute noch daran lernen. Ja. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Le Dirn, komm mal rüber, ich heb ne Birn. So ging es viele Jahre lobesam, bis der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, zwar Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, dass des Herzes schwer, he ist nu tot, wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Aber der alte, vorahnen schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling spross heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Wisst ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Ne Dirn, komm an rüber, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ja, wir können Ihnen allen nur wünschen, dass Sie demnächst da hinfahren, aber warten Sie noch ein bisschen, denn der Birnbaum, ja, der steht ja immer noch da, ja. Aber die Birnen sind jetzt noch nicht zu sehen. Und Sie sehen, aus solchen einfachen Sachen hat der Ute von Thane etwas ganz Hervorragendes machen können, nämlich da ist so viel Lebensweisheit drin, da ist auch so viel, wie man über Menschen denken kann, drin. Und da ist auch, wie Menschen denken können, wenn sie anderen eine Freude machen können. Das ist alles darin. Ja. Und ich ahne, dass wir jetzt schon gar nicht mehr so viel Zeit haben. Oh. Ja, wir erzählen eben mit Liebe und mit Wissen. Da habe ich hier noch was gefunden, wo er praktisch ein Resümee seines Schriftstellerlebens zielt. Ob was hier noch passt? Ja, natürlich. Wir haben noch ein paar Minuten, haben wir alle noch Zeit. Und wir versprechen aber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass wir in diesem Fontanejahr auch noch mehrfach über ihn sprechen werden. Ja, das denke ich, das wäre gut. Na ja, aber jetzt finde ich es nicht. Du hast noch Zeit. Oh, warte mal. Hier müsste es sein, jawohl. Da hat er an meinem 75. ein Resümee gezogen. 100 Briefe sind angekommen. Ich war vor Freude wie benommen, nur etwas verwundert über die Namen und über die Plätze, woher sie kamen. Ich dachte, von Eitelkeit eingesungen, du bist der Mann der Wanderungen. Du bist der Mann der märkischen Geschichte. Du bist der Mann der märkischen Gedichte. Du bist der Mann des alten Fritzen und derer, die mit ihm bei Tafel sitzen. Einige plaudern, andere stumm, erst in Sanssouci, dann im Elysium. Du bist der Mann der Jago und von Locho, der Stecho, Bredo, Quizzo, Rocho. Du kennst keine größeren Meriten als die von Schwerin und vom alten Ziegen.
Du fandest in der Welt nichts so zu rühmen, als Oppen und Gröbschen und Kracht und Thümen. An der Schlacht und meiner Begeisterungsspitze marschieren die Pferde und Itzenblitze, die Pühls und Itzenblitze marschierten aus Uckermart und Hafenland und Barnim. Die Ribbeck, die Kattes, die Bülows, die Arnim marschierten die Treskos und die Schliefen und Schlieben und alle und über alle habe ich geschrieben. Ja. Das kann man sagen, da haben wir heute schon eine ganze Menge gemacht. Das kommt dann in der nächsten Sendung. Ja, in der nächsten Sendung müssen wir uns ja mit den anderen Dingen beschäftigen. Aber das Wichtigste haben wir, glaube ich, schon gesagt. Das Schönste allerdings müssen wir auch zum Schluss noch sagen. Wir können hier erzählen, was wir wollen. Sie müssen ihn das Original sehen. Sie müssen den selbst lesen. Genau. Ich will gerne zugeben, dass man dafür erst ein gewisses Alter haben muss. Also ich weiß nicht, ob mich als 20-Jährigen das nun so begeistert hätte. Ich dann Effi Briest vom Stuhl geholt hätte. Das habe ich nie gelesen. Muss man aber. Effi Briest, Fontane, da spricht jeder sofort Effi Briest. Ja, das haben sie mal in Filmen gesehen. Ja. Den gab es schon bei den Nazis. Gibt es tolle Filme, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ach, um Gottes Willen. Nein, also heute. Günz hat den gemacht mit der Marianne Hoppe. Ja, natürlich. Und der Fassbinder jetzt nach 45 können mit die, der Hanna Schigula. Können die alles machen. Also weil schon, es gute Geschichten sind. Ja. Da kann keiner was verderben dran, muss man ganz ehrlich sagen. Denn das ist so gut wie nicht möglich. Aber ich gebe ehrlich zu, ich habe es bis heute nicht gelesen. Ich werde es auch nicht mehr lesen. Das ist auch so eine rührselige Roman. Na, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch Folgendes. Wir hatten es übers Wochenende zu lesen, ich glaube in der 12. Klasse. Ich saß neben meinem einzigen und unwahrscheinlich guten Schulfreund, Peter Johannes, in Halberstadt. Der hat es natürlich brav gelesen, ich nicht. Und an dem Tag kam unsere Deutschlehrerin, die gar nichts konnte nach meiner Meinung. Und die wollte nun von jedem erzählt haben, wie das überhaupt ging. Und fing hinter mir an, wir saßen in der ersten Reihe, danach kamen noch zwei. Die ersten hatten es überhaupt nicht gelesen, die wussten nichts, sie hatten schon ihre fünf. Dann kam einer dran hinter uns, der kannte es so in groben Umrissen. Na, der kriegte aber eine 3. Und Peter Johannes, der wusste gut Bescheid, das war gleich gut. Und dann kam ich dran. Oh. Wieso? Ich habe keine Angst gehabt. Ich hab ja gewusst, wie die das immer macht. Die gab immer schon vor, was man sagen musste. Oh ja. Und da habe ich aus dem, was ich schon gehört hatte, da habe ich das zusammengesetzt mit Hilfe meiner künstlerischen Fantasie und hatte dann 2 und habe das Buch nie gelesen. Oh ja, oh ja. Und das ist mir des Öfteren bei der Dame passiert, die leider nicht mehr lebt. Das tut mir leid, aber ich wusste, dass das nicht funktionierte bei der. Denn du konntest nur schreiben, die war ja selbst noch im Fernstudium in 50er Jahren, du konntest nur was werden, wenn du das genau noch wieder gekäut hast, was sie uns vorher erzählt hat. Also ich habe und das Schlimme war, als wir das Abituraufsatz schreiben sollten, alle meldeten sich, nachdem sie fragte, nach 10 Minuten, was nimmt denn nun jeder für ein Thema? Und alle meldeten sich, Gorki die Mutter. Das hatte sie nun aber durchgewalzt. Ich habe es auch nie gelesen. Aber ich muss noch mal sagen, ich habe ja nur als Buchhändler auch die Romane zumindest quer lesen müssen, naja, um das den Kunden anzubieten. Ja. Und da geht es also nur um Liebe, um Ehebruch, naja. Duelle, um Selbstmorde. Also das ist ja fürchterlich, was da im alten Preußen passiert ist. Ja, aber ach, na, das ist überall passiert. Da haben die alten Preußen nicht mit zu tun gehabt. Jedenfalls hat sich einer gemeldet, und das war ich, der hat es nicht genommen. Und da weiß ich heute noch, dass die richtig blass wurde. Was haben Sie denn genommen? Ich sage, ich nehme hier von Schiller oder wem es war, Schiller.
Im engen Kreis kann sich das Enge nur gestalten. Es weckt der Mensch mit seinen höheren Zielen oder irgend so, wie hieß das. Das können Sie doch gar nicht schreiben. Doch, ich sage, ich kann das schreiben. Und dann ist er nach einer Viertelstunde gekommen und hat gesagt, ich habe nochmal den Direktor gefragt, der hat gesagt, lassen Sie nochmal neu anfangen, geben Sie die Viertelstunde zu. Also schreibst du nun über Gorki die Mutter? Nee, ich sage, ich schreibe über meinen schönen Spruch. Und dann war sie entsetzt und hat wahrscheinlich selbst nicht geglaubt. Und der Direktor las aber diese Sachen nochmal durch für die Zensur. Und bei der hatte ich immer so eine 4, wenn ich Glück hatte. Und dann habe ich das geschrieben und habe etwas gemacht, was sie nicht ein bisschen geahnt hatte. Ich habe nämlich geschrieben über Karl Marx und die Arbeiterbewegung. Oh wie? Ja, wieso? Das war doch logisch. Und der Direktor, lebt leider auch nicht mehr, hat den Aufsatz hervorragend gefunden und hat gesagt, wenn der aber jetzt nur 4 hat, dann streichen wir das jetzt und setzen das ein bisschen höher, dass er wenigstens 2 kriegen muss. Warum? Was hatte ich geschrieben? Ich hatte geschrieben, Karl Marx hatte gesagt, die Arbeiterklasse muss mehr lernen und Lenin hat auch gesagt, lernen, lernen, nochmals lernen. Es wächst also der Mensch mit dem, was er lernt und liest und das versucht. Und das war, es wächst der Mensch. So geht es auch. Gut. Und das kann aber einem bei Fontane nicht passieren. Also wir sehen uns in diesem Jahr bestimmt nochmal mit Fontane. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, vielleicht kannst du bis dahin nochmal üben, ein anderes Lied. Ja. Und dann hören die Leute auch mal ein anderes Lied. Wir danken Ihnen beide sehr für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.